Viele da draußen machen den Fehler, dass sie ihre Ist-Situation bewerten, analysieren und sich dann entscheiden wollen, wohin sie gehen. Ja, die Roadmap darauf aufbauen sozusagen. Sei es jetzt, dass du ein kleiner Unternehmer bist, IT-Dienstleister oder egal was du machst. Und ich packe mich da auch mal selber wieder an der Nase, weil man einfach der Mensch viel zu sehr dazu neigt, kurzfristig zu denken. Ja? Also seine aktuelle Situation bewerten zu wollen, um darauf, auf diese Bewertung, auf diese Analyse Entscheidungen zu fällen für die Zukunft, also für die Ziele, die Richtungen, die er gehen will. Und das kann natürlich im Unternehmertum fatal sein, aus folgendem Grund. Zum einen, weil du eine Sache immer nur bewerten kannst, indem du sie mit einer anderen Sache vergleichst. Ja? Das heißt, unser Gehirn macht es ja auch automatisch, egal was wir tun im Leben. Wir kaufen uns ein Auto, vergleichen das mit einem anderen Auto. Wir holen uns eine Freundin, vergleichen die mit einer anderen und so weiter. Das heißt, zum einen, um die aktuelle Ist-Situation überhaupt bewerten zu können oder zu analysieren, brauche ich eine Benchmark. Ja? Und suche mir da automatisch eine ran, weil sonst kann ich nichts bewerten. Ohne Benchmark kann ich nichts bewerten. Also Benchmark ist der Vergleichswert auf Deutsch gesagt. So. Der zweite Punkt ist der, dass allein schon im Gedankengang, also allein schon im Prozess, im Analyseprozess deiner Ist-Situation, um zu einem Ergebnis zu kommen, baust du auch völlig automatisch bereits Begrenzungen ein für das, was danach kommt, als dein Ziel oder deine Richtung oder deine Roadmap. Also ich versuche das mal als Beispiel jetzt irgendwie ein bisschen runterzubrechen, weniger abstrakt. Das hat eigentlich letztendlich auch wieder mit Benchmark zu tun. Während du deine Ist-Situation betrachtest oder analysierst, schaust du letztendlich das aktuelle Resultat deiner vergangenen Entscheidungen und alles, was in der Vergangenheit passiert ist, an. Und du bist nur aus einem einzigen Grund aktuell in der Ist-Situation, so wie sie gerade ist, weil du gewisse Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen hast oder nicht getroffen hast. Und das impliziert, dass du vielleicht gewisse Dinge, Blockaden hast, ja, also sozusagen Hürden, ja, die du noch nicht genommen hast aus irgendwelchen bestimmten Gründen. Sonst wärst du vielleicht schon weiter und hättest eine ganz andere Ist-Situation. Wenn du jetzt also deine Ist-Situation analysierst, um daraus dann Ziele für die Zukunft dir zu erarbeiten, dann implizierst du die gleichen Barrieren, die dich in deine Ist-Situation aktuell gebracht haben, aufgrund der Entscheidungen, die du in der Vergangenheit gefällt hast, wieder in die neuen Ziele und Richtungen und Roadmaps für deine zukünftigen Ziele mit ein. Und dabei bleibt vieles auf der Strecke liegen, das kann ich dir garantieren. Beziehungsweise vielleicht wird sich an deiner Ist-Situation so gut wie gar nichts ändern oder nur marginal was. Und das ist einer der Gründe, warum sehr viele selbstständige Unternehmer da draußen oder überhaupt Menschen, egal ob sie auch angestellt sind, grundsätzlich im Leben, nicht so wirklich vom Flex kommen oder nur, sagen wir mal, im Hühnerdappballschritt, würde der Bayer sagen. Ja? Also nur minutiös 1% Wachstum, 5% Wachstum oder irgendwie sowas. Und ich sage, ich nehme mich da selber nicht aus. Ich packe mich da auch selber immer wieder an der Nase, weil wir Menschen eben rein genetisch dazu veranlagt oder dazu neigen, uns ständig zu vergleichen. Da können wir gar nicht anders. Und wenn wir zuerst die Ist-Situation betrachten, es ist eben so, wie ich es gerade alles beschrieben habe. Was du besser machen solltest, hier im Vorschlag, du denkst zuerst, du lässt zuerst die Ist-Situation völlig außer Acht. Versuchst da gar nicht dran zu denken, sondern du überlegst dir, machst dir die Augen zu, benutzt die Macht der Vorstellung. Also mir hat mal ein Trainer gesagt, wie ich 17, 18 war, mein Ninjutsu-Trainer,
The power of imagination is the most powerful thing we have. Ja, da ging es um Martial Arts und so weiter, aber der Satz ist mir immer noch bis heute hängen geblieben. Die Vorstellungskraft, die der Mensch hat, ist eine der mächtigsten Kräfte, die er überhaupt hat. Ja, eine der mächtigsten Fähigkeiten. Ich glaube, Einstein hat auch mal irgend sowas gesagt, sowas ähnliches. Ich bin jetzt kein so großer Einstein-Fan. Also stell dir einfach vor, dein Idealzustand in der Zukunft. Und wenn du den sozusagen definiert hast, dann rückwärts, sozusagen Rolle rückwärts, also rückwärts gerechnet, bestimme, was du jetzt im Hier und Jetzt, ja, tun musst, um dorthin zu gelangen. Völlig außer Acht, was deine Ist-Situation gerade ist oder und so weiter. Und dann erst im dritten Schritt schaust du, okay, welche aktuellen Ressourcen habe ich dafür? Geld, Fähigkeiten, Zeit, habe ich schon ein paar Mitarbeiter oder brauche ich die erst noch und so weiter. Das setzt mich schon wieder außer Atem. Also immer nach 5 Minuten, wenn ich so ein Handy hochhalten muss, fällt mir fast die Schulter ab. Es wird auch nicht besser. Ich muss mir mal so ein Gerät kaufen, so ein Ständer, so ein Handyständer. Ja. Und so hochhalten dann immer so. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dachte, irgendwann ist meine Schulter so trainiert, dass ich mich nicht mehr spüre. Ja, okay. War jetzt ein kleiner Ausschweifer. Ich hoffe, dir hat das Video weitergebracht. War ein bisschen abstrakt, ein bisschen Deep Dive. Aber steckt sehr viel Wahrheit drin. Wenn du es. Ich lade es ja auf YouTube-Video hoch. Ich muss jetzt meinen Arm mal unterstützen hier. Ich lade es ja auf YouTube hoch, das Video. Also, du kannst es so oft zurückspulen und wieder vor. Und dann kannst du mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Ob du da zustimmst, dem, was ich jetzt alles geredet habe gerade, oder deine eigenen Erfahrungen, ob du das für völligen Quatsch hältst, was ich da gerade erzählt habe, würde mich auf jeden Fall über deinen Kommentar sehr freuen, über eine freudige Diskussion. Und dann wünsche ich dir noch alles Gute und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, lass einen Daumen hoch da oder ein Abo und happy hunting. Ja? Und wenn du Bock hast auf eine, sagen wir mal, mehr Videos. Ich habe eine Videoserie. Hier unten ist ein Link auf meiner Homepage. Kommst du dann auf Klein Wins Marketing, kannst dich eintragen. Kriegst eine Videoserie von mir mit super Top-Tipps zum Thema Kundengewinnung. Und ja, oder bei meiner Akademie kannst du auch vorbeischauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.